Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video und auch einem ganz kurzen Video. Denn ich möchte euch heute mal ganz kurz was zeigen. Und zwar ein kleines Mini-Projekt möchte ich es mal nennen. Diese, ja, völlig krumme Multiplex-Platte habe ich hier noch übrig. Vielleicht habe ich sogar noch eine kürzere. Mal gucken, wir gucken gleich. Es ist jedenfalls so, ich möchte hier was rausbauen. Die ist sozusagen in sich so ein bisschen verdreht. Ja, also die ist irgendwie so ein bisschen eben in sich verdreht. Deswegen kann man sie jetzt wirklich, also für eine Schublade würde ich es schon mal gar nicht empfehlen. Das Spiel habe ich schon mal durch. Allerdings war das, das habe ich sogar schon zweimal durch. Einmal mit USB und einmal mit Multiplex. Ich empfehle es euch, macht es nicht. Ihr baut es letztendlich dann nochmal neu, weil man kriegt das nicht gerichtet und die Schublade ist dann irgendwie immer ein bisschen verzogen und geht nicht perfekt rein und raus. Glaubt's mir, ich habe es ausprobiert. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar, ich möchte einfach nur ein paar kleine Hakenhalter bauen, damit ich da an der Ecke was anbringen oder was anhängen kann. Ganz einfach, ganz simpel. Vielleicht hilft es euch. Und deswegen mache ich dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro legen wir auch gleich los. Diese beiden Exemplare, Haken, ach, keine Ahnung, wie wir die nennen wollen, sind jetzt fertig. Und wer mich kennt, der weiß, dass wir das jetzt natürlich hier noch ein bisschen schön machen, ein bisschen schleifen, ein bisschen abrunden und so weiter und so fort. Nein, die kennen mich nicht gut. Haha, das werden wir nicht machen. Wie gesagt, das soll was ganz, ganz Simples und Einfaches sein. Deswegen habe ich es auch wirklich jetzt ganz, ganz einfach gehalten, ohne irgendwelche Rundungen und ach, keine Ahnung was alles. Ja, deswegen habe ich auch einfach hier nur noch reingebohrt und habe das quasi rausgeschnitten. Das ist so völlig krumm und schief geschnitten, aber es erfüllt den Zweck. Ja? Und das ist eine Übergangslösung. Der Hintergrund einfach an diesem, ich nenne es jetzt mal Haken, ist einfach, dass ich da was anhängen möchte, vorübergehend. Denn ich habe ein Projekt, das werdet ihr bald noch sehen. Ihr werdet auch dann gleich sehen, was da dran hängt. Allerdings werdet ihr das nur zur Hälfte sehen. Aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr denkt, was das werden soll oder was das wird oder was das ist eigentlich, muss man ja sagen, weil es ist ja schon fertig. Und wie gesagt, und für mich ist es jetzt einfach nur, ich weiß nicht, wohin damit gerade. Also habe ich mir das hier mit diesen Haken einfallen lassen. Und deswegen ist es einfach nur was ganz, ganz Einfaches und Simples. Und das werden wir jetzt da mal anhängen. Und ihr könnt gerne schon mal überlegen, was ich da gleich anhängen werde. Und ihr werdet es gleich zur Hälfte sehen. Also, los geht's. Was soll ich jetzt großartig euch noch sagen? Es hängt, es hält auf alle Fälle, es kann nicht runterfallen oder sonst irgendwas. Wenn, dann fällt eher das Ding hier ab. Aber wie gesagt, das ist nur so ein bisschen Alu, ja, das hält das schon locker aus, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich habe jetzt den großen Vorteil, dass das Ding nicht mehr bei mir irgendwo in der Ecke rumliegt und ich das quasi von Formatkreissäge zur Oberfräse, also auf den Frästisch packe, bis hin dann wieder zurück auf die Werkbank, wieder zurück und oh, das ging mir echt ein bisschen auf den Senkel. Deswegen diese einfachen und schnellen Halter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich ganz doll über einen Daumen hoch freuen. Auch wenn meine Pfoten extrem dreckig sind. Warum eigentlich? Ach, ich weiß warum. Aber trotzdem, das war's.
Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.